Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play 7 Days to Die, Staffel 2 mit Typotix. Hallo! Ja, wir wollten auf Erkundung gehen, habe ich gehört. Ja. Ein bisschen looten. So, wo es jetzt gerade schön Nacht wird. Ja, ja. Gut. Bietet sich ja immer sehr gut an. Da kommt ein Zombie, den werde ich jetzt weghauen. Oh, der ist ganz schön fix. Alter, der greift schon wieder mich an. Alter, verpiss dich, ich will nicht schon wieder bluten. Stirb. Denn seine Augen leuchten aber auch so krass. War das immer bei den Zombies so? Nein. Die sind besonderer Zombie, weißt du? Okay. Die sind Master-Zombie. So, wo gehen wir hin? Wo bist du? In die Richtung, in die ich gerade gehe, würde ich sagen. Hey, jetzt warte doch mal. Bin nicht so fix. Ich musste gerade einen Vorschlaghammer gegen einen Zombie hämmern. Das kostet Energie. Stuhl, Hals, Maul. Wo führst du mich denn hier jetzt eigentlich hin? Das weiß ich selber noch nicht so genau. Ah, okay, das war ja eine gute Idee, dir zu folgen. Ja. So, hier waren wir schon drin, oder? Ja. Hinter dir ist ein Zombie. Ich weiß. Ah, ich sehe sie nicht, hier ist ein Baum im Weg. Hinter dir ist ein Hund! Oh Gott! Ist aber nur ein normaler und kein Zombie-Hund. Sicher, dass das nicht ein Wolf ist? Hilf mir doch mal jetzt endlich, Alter, mein Arm ist schon wieder... Ich bin schon wieder vergiftet, ich kann mich wieder... Ich habe ihn erwischt! Ja, ich muss mich aber wieder umbringen gehen. Okay, tschüss. Oh ja, geil, der bringt nochmal alles Fleisch, das ist schön. Okay, das war's mit dem. Der ist hinüber. Genau wie du. Ja. Ich hab gar keine Steine dabei, um meinen Dings wieder zu reparieren, meinen Speer. Okay, ich lauf dir einfach mal weiter hinterher. Das hat bisher ja gut funktioniert. Ich suche gerade nach einem Stein, aber natürlich finde ich keinen. Hier ist ein Stein. Bist du blind? Hier. Genau hier. Es ist ja dunkel. Ja, dann stell Helligkeit hoch. Ich dachte, die wäre auf dem Maximalen schon. Nein, offensichtlich nicht, sonst hättest du den gesehen. Oh nee, die Helligkeit ist auf 50%. Alter, wie viel heller das jetzt einfach ist. So, ich mach mir noch mal ein paar Pfeile. Pfeile sind immer gut. Da ist ein Fetter. Ja, gegen den kämpfe ich jetzt aber nicht. Ich habe ihm Pfeil in den Rücken geschossen. Ich schieße ihn noch mal einen. Genau in den Hodensack. In den Hodensack? Sterben Sie jetzt bitte? Alter, dafür, dass der so fett ist, ist der aber ganz schön fix, du. Jetzt krepier endlich, du fette Sau! Stirb! Alter, der lebt immer noch. Alter, ich hab dem jetzt schon so viele Pfeile reingejagt. Das gibt's doch nicht! Na endlich! Alter, das hat ja mal 1000 Jahre gedauert. Jetzt übertreibst du aber ein bisschen. Nein. Das waren 1000 Jahre. Ja. Und keine Sekunde weniger. Genau. So, folgen wir hier jetzt einfach der Straße, oder was? Hallo? Oh, ja. Hast du Helligkeit jetzt auf Maximum gestellt, oder was? Oh, was haben wir da? Ein Huhn. Oh, ich hab nicht getroffen. Warte. Du Trottel, kannst jagen? Ich jage das Huhn. Ich hab's. Ich bin Level 3. Was war denn das? Oh! Oh! Ich habe ihn nicht getroffen. Warte. Natürlich geht der auf mich. Komm her. Aua. Jetzt stirb. Ich hau dir mit dem Vorschlaghammer in die Fresse. Du musst sterben. Danke. Das ist ein Gesetz. Vorschlaghammer ist gleich tot. Ja. Ich bin Level Up. Sehr schön. Fertigkeit. So. Ich glaube, ich habe noch gar nichts geskillt. Aber das macht ja nichts. Ich sterbe ja auch nicht. Sagte er und verendete elendig.
Ja, ich muss mich gleich wieder umbringen gehen. Nein, aber vorher. Das tust du jetzt nicht. Doch, tue ich. Ja, aber du kannst dich doch jetzt nicht die ganze Zeit umbringen. Nein, jedes Mal, wenn ich infiziert bin, weil sonst sterbe ich halt einfach durch die Infektion. Also es macht, aber dann ist es halt so, dass ich die ganze Zeit mit verringerter Ausdauer und verringerter Gesundheit rumlaufen muss und da habe ich halt kein. Ja, aber wenn du dich jetzt killst, dann musst du den ganzen Weg wieder hierher laufen. Nein, wir looten zuerst und dann kill ich mich, wenn wir dann wieder zu Hause sind. Aber hier wollte ich gar nicht lang gehen mit dir. Ja, wo denn dann lang? Ja, zum Haus. Ja, aber jetzt sind wir doch schon mal hier. Nee. Wir gehen jetzt zum Haus. Ja, du bist einfach so schnell. Warum bist du so schnell? Ich bin halt schnell. Was habe ich denn da? Beeren. Verursache 10% mehr Schaden gegen Beeren. Das nehme ich sofort. Es gibt Beeren in dem Spiel? Ja klar, wir haben doch sogar schon mal gegen welche gekämpft. Ach, es gab sogar diesen untoten Bären, ne, die noch aus dem Dach da rauskamen. Alter Schwede, war das kacke. Alter, die ist fick. Die ist flink, wollte ich sagen. Die ist fick. Die ist flink, Alter. So, Alter. Enthauptet, aber auf diese ganz andere Weise. Hier ist alles dicht. Da hilft mir der Vorschlag. Das wird aufgehämmert. Alter, wie lange das dauert. Ah, wir kriegen Hilfe von der anderen Seite. Geht's weg? Komm, komm, mach sie auf. Das dauert zu lange. Ich muss nochmal nachhelfen. Cheerleader! Ah, von hinten! Von hinten! Fetter Junge! Fetter Junge! Aua! Hier ist nochmal mit dem Cheerleader hier. Wir haben ein viel größeres Problem. Unter dem da. Alter! Lauf! Hab ihn! Okay, der Fette lebt noch. Alter, der muss da irgendwann Alter, ich hab dem auch einen Pfeil reingeschossen. Jetzt, hab ihn. Oh. Alter, den hab ich schön einen Pfeil in den Schädel geschossen, dem einen Typen. Hä, ich dachte so, hier ist Blut und sowas. Ich dachte, da kann man das an den Knochen besser machen, aber nee, geht nicht. Hallo, darf ich bitte hoch? Immer schön den Müll durchwühlen. Ja. Okay, hier war Wasser drin. Oh Gott, hier drin ist es schon ganz schön dunkel, muss ich sagen. Oh, Zombie! Oh, okay. Nee, was? Du hast ihn gewonnen-hittet? Er war kein starker Zombie. Wie hast du das denn gemacht? Mit welcher Waffe? Mit der Axt. Als ob. Da ist noch ein Zombie. Warte, den knall ich weg. Natürlich ist er... Oh! Natürlich ist im Medizin ist ein Alter, sind die schnell. Alter, sind die schnell. Alter, sind die schnell. Wo bist du? Wen schleppst du denn hier an? Ah, geht. Mit diesem medizinischen Vorrat kein Antibiotika, damit ich nicht heilen kann. Hilfe! Warum sollte ich auch irgendwo Antibiotika für mich sein? Ah, Gott. Wo bist du denn? Ich bin weggerannt, weil ich Angst hatte. Ach, ich sehe dich gar nicht auf der Karte, weil wir. Doch, oder sehe ich dich doch? Wir sind aber keine Freunde mehr, glaube ich, oder wir sind nicht mehr in der Gruppe, irgendwie sowas. Stirb doch jetzt, Alter! Was bist du für eine fette Kuh? Oh, ich bin tot. Hä? Was greift mich an? Hä? Ich bin auch tot. Aber hä, war das die Fette? Die habe ich doch die ganze Zeit zurückgestoßen. Das macht ja gar keinen Sinn, dass die mich angreifen konnte. Es ist mir ein Rätsel. Ja, okay, dann müssen wir jetzt unsere Rucksäcke holen. Richtig. Wo bist denn du? Ich bin auf meinem Bett gespawnt. Okay, ich bin bei meinem Bett gespawnt. Das war eine schlechte Idee, weil jetzt bist du irgendwo. Nö, ich bin jetzt hier, hi. Komm einfach mal her. Ich lade dich auch wieder in eine Gruppe ein. Weiß nicht, warum man das jedes Mal wieder neu machen muss. Hä, was brauche ich denn für eine... Ich kann mir nur einen Holzknüppel machen. Wenn du an deinen Rucksack rankommst, kannst du doch einfach R drücken, dann hast du doch wieder alles so, wie du es vorher hattest. Ja, aber da musst du halt doch erstmal rankommen. Naja, das ja nicht, sollte ja nicht so sonderlich schwer sein, würde ich mal sagen. Nö, das sind nur Zombies, die das hier bewachen. Und wir haben überhaupt keine Ausrüstung, nichts. Ja, dann läuft man halt um die rum. Aha. Das ist machbar. Glaub mir, ich bin Profi. Ein schlaues Erldo haben wir wieder mal hier.
Ist das nicht so, wenn wir jetzt sterben, dass wir unsere kompletten Sachen dann verlieren? Vielleicht. Ja, wir werden jetzt sterben. Nee, nee. Das wird nicht geschehen. Schwimmst du jetzt da durch? Ich glaube eher nicht. Das dauert, glaube ich, ein bisschen länger. Und macht mich ein bisschen nass. Und macht dich ein bisschen nass, ja. Das macht durchaus Sinn, wenn man mal so drüber nachdenkt. Boah, ich will was zu trinken, ey. Ich will was zu trinken. Doch, geh einfach. Ist okay. So, ich würde sagen, ich nehme dann hier noch eine Folge auf und dann spielen wir mit Bell Force, wa? Ja. Ah, da ist wieder so ein fetter Hilfe. Ich trinke gerade was. So ein Wichser. Deine Aufnahme ist hier übrigens auch gleich vorbei schon. Ist dem so? Ja. Naja, bis zu den Rucksäcken können wir ja noch machen. Ja, das auf jeden Fall. Da ist ein springender Zombie und ich weiß gar nicht, wie ich zu dir komme. Ich glaube, hier schwimme ich jetzt tatsächlich durch. Ja, ich bin über die Brücke gegangen. Ja, da ist aber jetzt ein springender Zombie. Ja, das ist natürlich doof, ne? Ja. Ah, der ist schnell! Oh Gott, geh! Geh! Ah! Alter. Soll ich gleich an dem vorbeikommen? Ah, ich kann nicht mehr rennen, Nief. Nee, geh bitte einfach. Tja, ich wollte mir ja einen Speer machen, damit wir uns wehren können, aber du wolltest ja nicht. Du hast ja gesagt, ja, da kommen wir so wieder. Alter, wie schnell ist der? Geh! Alter, ich will nur wieder hinterher sprinten. Ey, das ist fast so schlimm wie die Zombies in COD, wenn die wütend werden. Der kommt mit rein ins Haus, ne? Das weiß ich. Aber jetzt habe ich meine Waffen. Komm her, du Wichser. Dich mach ich kalt. Wo bist du? Au! Au! Alter, hier ist eine Fette! Oh Gott! Ist die fett. Und hässlich. Aua! Alter, was? Der tötet mich nochmal! Oh Gott! Ja, ich verblute. Ich glaube, ich sterbe gleich wieder. Oh ja. Ich glaube, ich bringe meine Sachen jetzt in Sicherheit. Ist mir scheißegal. Ich renne jetzt einfach weg. Ich renne jetzt nach Hause. Ja, ich bin tot. Oh Mann. Ich muss da nochmal hinrennen. Die Zombies können schwimmen! Sie können schwimmen! Oh Gott, nein! Schwimm schneller, du warst halt schwimmen! Alter, wie krass der mich einfach... Das ist ja furchtbar. Alter, die kann unter Wasser laufen! Die kann unter Wasser laufen! Warum sind denn die bitte so krass? Was hast denn du da eingestellt? Oh Gott, die kommt hierher jetzt. Ist das so eine... Ist das so eine fette Olle? Ja. Ja, die hat mich letztes Mal getötet. Und ich hab der schon richtig oft einen in die Fresse geschlagen und sie lebte immer noch. Ich hab die noch viermal mit dem Speer jetzt angegriffen, aber die läuft mir jetzt unter Wasser hinterher gerade. Okay, sie ist, glaube ich, weg. Alter, fühlt sich ja wie bei Moby Dick hier, ey. Okay, in das Haus wollen wir vielleicht nicht mehr looten gehen. Doch, ich brauche mein Zeug wieder. Achso. Wollen wir das dann in meiner Aufnahme machen, oder du kannst jetzt auch eine ganz lange Aufnahme machen, das geht natürlich. Ja. Das geht. Dir ist klar, dass ich dich nicht nochmal mit dahin begleiten werde, oder? Ja, ich weiß, weil du ja ein Hurensohn bist, das ist ja normal. Ja, bin ich. Ich bringe jetzt erstmal alles weg, was ich an Wertsachen habe, und ich komme nur mit dem Speer wieder. Mann, jetzt verpiss dich, jetzt läuft mir schon wieder so eine Olle hinterher. Na okay, gut, ich komme doch mit, sonst ist ja langweilig. In der Hoffnung, dass ich jetzt nicht gleich drauf gehe. Alter, wie langsam man einfach schwimmt. Ja, deswegen laufe ich immer über die Brücke hier. Okay, ich glaube, die Olle habe ich abgehängt. Das ist gut. Ich müsste jetzt gleich wieder da sein. Ja, da vorne ist schon das Haus. Okay. Ich komme auch. Ich schwimme. Also mit den jetzigen Grafikeinstellungen bin ich tatsächlich sogar relativ zufrieden. Das sieht nicht so scheiße aus. Und ich habe fast immer 60 FPS. Das ist angenehm.
Okay, was hast du da verändert? Na, ein bisschen halt die Sachen auf niedrig und so gestellt und auf halb. Ja, das habe ich aber auch gemacht immer. Ah, 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 die Fette! Ah, nee! Geh! Oh Gott, da ist ein Kriecher. Ah! Du hast ja deine Sachen wieder, dann komm jetzt einfach weg. Da, komm weg, damit du deine Sachen hast jetzt. Ah, was greift mich denn jetzt noch an? Ah, ein Kriechen da. Ah, warte, die Fette will ich töten, Junge. Das kann nicht sein. Die kann nicht so viel überleben. Die muss doch irgendwann mal sterben. Die ist fett, fett, okay. Alter, die lebt, überlebt immer noch. Ist sie tot? Oh. Oh Gott, bei mir hat ihr Rock. Ihr Rock hat gerade bei mir rumgebackt. Ihr Kleid, meine ich. Ist sie tot? Man konnte da kurzzeitig gerade zwischengucken. Da war aber nichts zu sehen. Bei mir, ja, bei mir war da ihre Haut halt, ne? Aber nichts Besonderes, ne? Ich hab noch einen Pfeil übrig, der Rest habe ich auf die Olle da verballert. Ich hab null Pfeile, okay? Ich hab nichts mehr. Na gut, dann gehen wir jetzt noch nach Hause und dann beende ich die Aufnahme. Jo, und in der nächsten Aufnahme gehen wir wahrscheinlich wieder dahin. Oder woanders hin. Oder woanders hin, ja, ich wäre auch eher für woanders. Oder wir bauen am Haus, das ist mir eigentlich egal, das kannst du dann entscheiden, ist ja dann deine Aufnahme. Ah, ich habe so wenig Loot bekommen. Es ist mir ein bisschen zu wenig Ausbeute, die wir jetzt hier erhalten haben. Ich repariere mal kurz meine Sachen. Oh, ich kann nicht, weil ich keine Steine dabei habe. Muss man seine Rüstung auch reparieren? Nee. Ah, hallo? Boah! Ah! Ich hab irgendwie noch den Kopf abgesäbelt, Alter. Nochmal sicherstellen, dass ihr auch nicht wieder aufsteht. Okay, ich gebe mir hier mal kurz ein paar Steine. Ist bei Zombies immer eine ganz gute Idee. Aber hey, ich muss mich jetzt nicht mehr umbringen. Weil der Zombie das jetzt schon für mich getan hat. Okay, irgendwie kriegt man da nicht wirklich mehr heraus, wenn man mit dem Vorschlaghammer draufhaut. Ja, das war doch nur, dass man pro Schlag dann mehr Damage macht, an dem Stein quasi. Okay, wie viele Steine habe ich jetzt? 18, naja, ist immerhin etwas. So, einmal reparieren, einmal hier reparieren, einmal da reparieren. Gut. Wie sieht's aus mit Hunger und Durst? Ist alles noch super bei mir? Ja, ich denke mal, wir können so einen Mix machen. Wir können so die Hälfte der Zeit rumbauen und die andere Hälfte dann vielleicht nochmal ein Haus. Ein Haus was? Ein Haus suchen. Achso. Meine Aufnahme wird dann aber nicht so lang. Die wird dann nur ungefähr eine Viertelstunde lang oder so. Ja, und wenn das so ist, dann ist das so. Dass wir halt um 9 Uhr fertig sind, dann noch eine Runde Spell vorspielen können und dann reicht das sogar tatsächlich schon. Ja, dann nehme ich nachher noch ein bisschen Westrosolvo auf. Sehr gut, das kannst du ja dann machen. Ich glaube, ich gehe dann nachher gleich schon ins Bett. Okay, da unten ist noch ein nicht vollendeter. So, okay. Ich bin da. Das kann weg. So, die Steine nehme ich wieder mit. Okay. Gut, dann würde ich an der Stelle mal die Aufnahme wenden und dann geht's das nächste Mal bei Typ Vortex weiter. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.